Hallo liebe Spiritkristallgartenfreunde. Hier haben wir ein Tabakpflänzchen, das noch immer im Topf ist, so wie ich es geliefert bekommen habe. Gell? Und ich bin jetzt hergegangen und da ich ja keinen Platz mehr habe und immer noch ungefähr 12 Tabakpflanzen habe, habe ich jetzt den Tabak auch in Säcke gepflanzt. Das heißt, ich habe da jetzt 5 Tabakpflänzchen im Sack. Man sieht, sie haben jetzt schon angewurzelt, die Blätter werden jetzt schon langsam größer. Und ja, aber jetzt schauen wir uns einmal den Tabak im Beet, also im Folientunnel an. Ja, und dafür gehe ich mal da jetzt zum Folientunnel. Zum Vergleich. Schaut euch einmal das an. Also ich muss sagen, die Tabakplantage ist gigantisch. Also das ist das Tabakpflänzchen und das sind die anderen, die Brüder und Schwestern. Seht ihr das? Die Blätter sind gigantisch groß. Na, da habe ich leichte Fraßspuren, sehe ich gerade. Da hat irgendwas gejausnet. Aber solange es nur so kleine Löcher sind oder nur vereinzelt, ist das einerlei. Und wenn man da so schaut, also die Pflanzen, die sind jetzt schon gigantisch groß. Man sieht, der Stängel ist schon dicker als ein Finger. Und ja, also es ist einfach nur wundervoll. Und die Blätter, schaut sich die an, wie riesig diese Blätter schon sind. Ja, also es ist ein Virginia-Tabak, wächst wunderbar. Ich habe jetzt mittlerweile schon begonnen, Zigarren zu rauchen und Pfeife zu rauchen, weil von den Tabakblättern her die untersten 3 und die oberste, die Spitze, sind Zigarrenblätter. Dann die untersten, also zuerst die untersten 3, Zigarre, dann die nächsten 5 sind Schnitt-Tabakblätter und dann kommt Pfeifentabak und oben ist wieder Zigarre. Das heißt, das heißt einfach, ich werde alles machen. Ich habe jetzt schon gelernt, wie man Zigarren rollt und ich habe mir jetzt Tabak im Internet bestellt. Tabakblätter und da werde ich jetzt am Anfang Zigarren rollen und so weiter. Also da freue ich mich schon sehr drauf auf das Ganze. Ja, und wenn man da im Folientunnel so reinschaut, dann sieht man auch, die Zucchinis wachsen prächtig. Die Tomaten wachsen prächtig. Und auch die Melanzanis wachsen. Also dann, liebe Spiritkristallgartenfreunde, ihr seht, Spiritkristalle fördern das Wachstum ungemein. Es schaut total super aus und der Folientunnel zahlt sich vollkommen aus. Ohne mit. Und ich zeige euch jetzt noch ganz schnell die Tabake, die hier draußen sind, damit man den Unterschied sehen kann. Also der Unterschied zum Folientunnel, wo die Tabak jetzt an über einen halben Meter hoch sind, das ist der Unterschied zum Freiland. Da sieht man eben, was passiert im Freiland und was passiert im Folientunnel. Das ist ein gigantischer Unterschied, würde ich sagen. Okay, also dann, sei gesegnet, bis zum nächsten Mal, bye bye.